Gucke ich richtig in die Leute? Ja. Hello World. Digitaluhr oder mit Zeiger? Mit Zeiger. Schaust du vor dem Zähneputzen schon aufs Handy? Ja. Musik ist dir sehr wichtig. Singst du auch unter der Dusche? Ja, sehr oft. Kennst du aus dem Kopf eine Zeile eines Kirchenliedes? Großer Gott, wir loben dich. Hörst du auch privat Kirchenmusik? Nur klassische Musik. Als Mensch der Kirche, schauen die Leute genauer auf deinen Lebenswandel? Ich denke ja. Kommt es trotzdem vor, dass du mal nicht die Wahrheit sagst? Oh, das kommt gelegentlich auch vor. Okay, Vorliebe, neues geistliches Lied oder Gotteslob? Neues geistliches Lied. Taizé-Gebet oder eucharistische Anbetung? Beides. Macht es dir nichts aus, auch am Sonntag zu arbeiten? Nein, das ist seit meines ersten Studiums zur Gewohnheit geworden und ich genieße die freien Tage in der Woche. Was bedeutet Diakon auf Deutsch? Diakon heißt Diener. Wird ein Diakon auch geweiht wie ein Priester? Ja, er wird in der Liturgie vom Bischof geweiht, auch durch Handauflegung und durch ein langes Gebet. Darf man als Diakon Familie haben? Als Diakon darf man Familie haben. Du wirst bald auch Priester. Wie viele Stunden am Tag arbeitet denn so ein Priester? Der normale Arbeitstag kann bis zu 12, 14 Stunden lang sein. Was wärst du geworden, wenn du keine Berufung in den kirchlichen Dienst gefolgt wärst? Dann wäre ich Mathematik- und Physiklehrer geworden. Was nervt am Diakon-Dasein manchmal? Manchmal der wenige Schlaf. In Uckermünde geboren. Was ist der größte Unterschied zu Berlin? Uckermünde ist idyllisch. Es gibt Strand, es gibt Weite und Entspannung. Dein DVD-Regal brennt. Welchen Film rettest du als erstes vor den Flammen? Don Camillo und Peppone. Turmschuhe unter dem Priestergewand. Ist das okay oder eher ein No-Go? Das ist auch okay. Heute trägst du Priesterkragen. Wenn du Priester bist, wirst du ihn in der S-Bahn auch anhaben? Ja, jetzt als Diakon bin ich auch so in der S-Bahn unterwegs. Kann man über Twitter verkündigen? Ja. Was glaubst du, ist das größte Problem in unserer heutigen Gesellschaft? Das größte Problem ist aus meiner Sicht der Mangel an Vertrauen. Gibt es gefühlt mehr arme Menschen in Deutschland oder weniger? Gefühlt und das, was ich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, sehe und den Menschen, denen ich begegne, gibt es viele arme Menschen. Im materiellen Sinne, aber auch im geistlichen Sinne. Du hilfst bei der Verpflegung von Hilfsbedürftigen. Hattest du selber schon mal richtig Hunger gelitten und nichts zu essen? Wenn ich mit meiner Pfadfindergruppe unterwegs bin in den Ländern dieser Welt und wir kein Geld haben und nichts zu essen haben und manchmal 2 Tage ohne zu essen auskommen müssen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Der stimmt zu 100%. Denn auch die Mönche sprechen immer davon, dass das Erste, was der Mönch überhaupt überwinden muss, seine Gaumenlust ist. Auch dort spielt das Essen eine große Rolle. Apropos Lust, warst du schon einmal verliebt? Ja, während meines ersten Studiums. Was hältst du vom House of One in Berlin? Die Konzeption ist schön und ich freue mich, wenn es denn auch in die Tat umgesetzt wird, dass es gebaut wird. Gibt es unter deinen Freunden vielleicht auch Muslime? Ja. Bist du schon mal bei Rot über die Straße? Ja. Hat dich jemand ausgeschimpft? Nein. Hast du schon mal jemanden korrigiert, der bei Rot über die Straße ist? Auch nicht, nein. 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst? Ein Streichholz, ein Kochtopf und die Heilige Schrift. Vervollständige den Satz, die katholische Kirche ist nicht perfekt, aber trotzdem wirkt Gott lebend in der katholischen Kirche und führt Menschen zu sich. Letzte Frage, was würdest du jungen Menschen raten, die gern Diakon werden wollen? Traut euch ja zu sagen, denn ihr werdet reich belohnt. Gott lässt niemanden fallen, sondern steht euch bei und wird euch all das geben, was ihr braucht zu dem Dienst. Dankeschön, das war's schon. Bitteschön.